Moin Moin, auf geht's, ab geht's hier mit einer schönen neuen Runde aus dem Landwirtschaftssimulator 19. Wir haben mal wieder ein paar wunderschöne neue Mods am Start und ich würde sagen, wir fangen hier einmal mit dem Bergmann HTW 4550 an. Er hat ein Fassungsvermögen von 47.541 Litern, kostet im Diesing 2.325 Euro und hat einen Gesamtkaufpreis von 45.598 Euro. Wir können einmal die Felgenfarben ändern, Hauptfarbe und einmal die Designfarbe. Bei den Felgenfarben kostet das 500 Euro, die Hauptfarbe 851 Euro und die Designfarbe 842 Euro. Das kann natürlich dann jeder so machen, wie er es gerne möchte. Wir haben die Teleburg-Reifen im Moment im Zweiachsbetrieb drauf. Das sieht dann so aus. Das Ganze können wir dann noch umbauen in Dreiachsbetrieb für 1620 Euro. Das gleiche dann auch nochmal mit den Michelin-Reifen, was eigentlich auch schon ein bisschen besser aussieht für meinen Geschmack. Preislich bleibt das quasi alles gleich. Dann können wir hier noch Schutzbleche anbauen, die haben wir standgemäß nicht dabei. Das Ganze für 432 Euro ist einmal hier und einmal dort. Und auf der anderen Seite natürlich das gleiche auch nochmal. So, dann können wir hier noch Reflektoren anbauen. Die sieht man dann hier unten im Außenbereich ganz gut. Die werden wir uns dann nachher auch nochmal angucken. Gibt es in verschiedenen Farben. Wir haben ja jetzt im Moment die weißen. 365 Euro kostet das Ganze. Wir haben dann einmal rot und dann einmal noch orange. So, dann können wir noch den Seitenaufbau ein bisschen erhöhen, hier in diesem Bereich. Das kostet 1395 Euro und dann haben wir dann das Cover oben nochmal separat für 2945 Euro. Kapazitätsmäßig ändert sich dabei nichts. So, jetzt haben wir hier im vorderen Bereich, man kann es noch so einigermaßen sehen, hier so ein bisschen Grünschimmer. Da ist ein grünes Gitter drin, das können wir dann auch auf ein weißes noch umändern. Das kostet 153 Euro. Ja, damit haben wir den schönen Hänger hier schon durch und dann würde ich sagen, gehen wir auch zur Metalltech weiter. Das ist nämlich auch ein ganz gutes Set hier. Metallstech DBL. Ja, 8 haben wir jetzt hier im Moment in der Ausführung. Und das gute Stück kostet im Leasing 479 Euro. Ein Gesamtkaufpreis von 9400 Euro. 10.000 Liter haben wir hier in der 8er Version. Hauptfarbe können wir da auch nochmal separat ändern. 1500 Euro. Und die Designfarbe haben wir dann für 500 Euro. Ladekapazitäten können wir natürlich auch ändern. Wir haben jetzt die 8er Version mit 10.000 Litern. Dann gibt es die 10er Version für 12.000 Liter. Da haben wir dann einen Aufpreis von 4.000 Euro. Und dann haben wir die 12er Version für 14.000 Litern, haben dann einen Aufpreis von 6.500 Euro. Ja, dann können wir dann das Ganze nochmal abmontieren. Dann kostet uns das Gerät hier quasi 8.500 Euro ohne quasi Plattform für den Hänger. So, dann können wir dann nochmal separat den Reifenhersteller hier wechseln. Wir haben im Moment den Lizard drauf, Teleburg können wir noch auswählen. Und dann einmal den Michelin. Da haben wir dann keinen Aufpreis, da werden einfach nur die Reifen durchgewechselt. Dann können wir im hinteren Bereich noch eine Anhängerkupplung anmontieren oder einen Zug mal für 800 Euro. Und dann können wir noch einmal separat oben so ein schönes, eine schöne Abdeckung drauf montieren für 2000 Euro. Ja, die können wir dann auch noch farbbar machen. Für 2500 Euro dann einmal in Rot. Ja, das sieht schon ganz ordentlich aus. Ja, da sind wir dann auch quasi schon durch und gucken uns das Ganze einfach mal auf dem Hof an. Ja, hier steht quasi schon alles parat. Das ist jetzt quasi hier der 12er für 14.000 Liter. Da wir sehen, er hat jetzt keine Extras, er hat auch die Standardbereifung drauf. Der sieht schon ganz ordentlich aus von der Aufmachung her. Es sind überall die Aufkleber drauf und so weiter und so fort. Beleuchtung ist überall dran. Hier auch an den Seiten diese Außenbegrenzer. Das passt eigentlich auch ganz gut. Dann haben wir einmal hier die Version für die Ballen. Da sehen wir dann auch, da können wir dann
hier auch nochmal festgurten, so wie wir es gerne hätten. Da haben wir dann auch im vorderen Bereich dann hier die ganzen Leitungen rausliegen. Hier haben wir dann diese Spannfeder, die das hier noch so ein bisschen hochhält. Das sieht alles ganz ordentlich aus. So, dann haben wir hier die 10.000 Liter Version, auch ohne Zug mal. Passt eigentlich auch sehr, sehr gut. Daneben haben wir dann quasi die 10er Version mit 14.000 Liter, mit 12.000 Liter. Und dann haben wir hier jetzt die 12er Version mit 14.000 Litern, mit der Plane oben drauf und den Zugmaul hinten dran und dann einmal mit dem Michelin-Reifen bestückt. Ja, ich finde, das ist ein ganz interessanter Hänger hier. Für alle Größen ist an für sich was dabei. Man kann sehr, sehr viel Spaß damit haben. Alles ordentlich verarbeitet. Sieht alles ordentlich aus. Wunderbar. Dann kommen wir zum Bergmann. Den haben wir jetzt auch hier quasi in drei verschiedenen Versionen einfach mal hingestellt. Hier haben wir einmal die Zweiachs-Version. Das passt an für sich schon ganz gut. Dann haben wir hier einmal die Dreiachs-Version mit dem Cover oben drauf. Und dann haben wir dann einmal hier noch die Dreiachs-Version ohne Cover oben angebaut. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal die Zweiachs-Version an hier. Typenschild haben wir sogar dabei. Wunderbar. Hier haben wir die ganzen Aufkleber dran. Hier gehen ein paar Leitungen weg. Das sieht alles ganz ordentlich aus, würde ich sagen. Ja, so wie man es einfach sich kennt. Alles schick gemacht. Wunderbar. So, dann haben wir hier jetzt halt bei der Version hier einmal die Achsen, eine dritte Achse dabei bekommen. Dann hat sich hier unten ein bisschen was die Aufhängung geändert. Ansonsten dürfte hier nichts anders sein. So, hier sieht das natürlich wieder ein bisschen anders aus. Oh, da kommen wir nicht rein. Okay, kommen wir dann hier halt hier rum. Hier hat sich im vorderen Bereich ein bisschen was geändert, wie wir sehen können, im Gegensatz zu den anderen zwei. Hier sind natürlich ein paar Leitungen dabei gekommen, mit allem drum und dran. Das ist dann halt für das Dach oben. Das kann dann halt da geöffnet werden und von links nach rechts gefahren werden. Ja, das sieht eigentlich von sich auch ganz gut aus. Ich würde sagen, wir holen uns auf kurz unser Fahrzeug hier mal einen Meter näher und dann können wir uns das von oben auch nochmal angucken. Wie die Fahrzeuge da aussehen. So, hier sieht man das Cover nochmal sehr, sehr gut. Ja, auch den Hänger dann von innen, dass auch dort alles ordentlich verarbeitet und das passt dann auch wunderbar. Ich würde sagen, ladet euch einfach mal alles runter, testet es mal an. Sieht alles sehr, sehr gut aus. Wie gesagt, lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da und in dem Sinne ab in die Rinne. Macht's gut, reingehauen.